Ich sitze heute mit einem MAP-Partner zusammen, der über ein Jahrzehnt mindestens mal bei der Porsche Company, jetzt zu 100% richtig, eine Porsche-Firma, dafür sorgt, dass die Autos nicht nur ankommen, sondern auch aus Deutschland weiter gekauft werden. Ich glaube, dass da aber noch viel, viel mehr dazu gehört. Wir wollen aber vor allen Dingen mal ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Du hast einen Doktor, auch da werde ich dich mal fragen, ob der sich gelohnt gerne, hat. Ja. Aber ja, Frage an dich, Jan, bist jetzt extra auch aus Wolfsburg gekommen. Wolltest du schon immer Consulting-Partner werden? Nein, klare Antwort, nein. Ich bin von Haus aus Wirtschaftsingenieur Maschinenbau, das mal studiert vor langer, langer Zeit. Damals gab es noch ein Diplom. Und wahrscheinlich ist es so, dass es dann prädestiniert war, damit in die Beratung zu gehen, weil man damit halt nichts richtig kann. Ja, wie eine Ente, nicht richtig schwimmen, nicht richtig laufen, nicht richtig fliegen, und dann lag Consulting nah. Also relativ einfach. Ich hatte das große Glück, dass ich bei der Volkswagen AG in der Zukunftsforschung meine Doktorandenzeit verbringen durfte, an der TU Braunschweig dann promoviert habe. Und dann war klar, weil ich vorher auch schon in der Beratung war, dass es mich dann auch wieder in eine Beratung gezogen hat. So, und ja, das können wir sicher heute auch noch mal ein bisschen tiefer beleuchten, wie da der Weg so war. Hast du dann das Vergnügen gehabt, die Sachen, die du noch als Doktorand erdacht hast, dann teilweise auch mit umzusetzen später? Ich habe sie nicht mehr direkt umgesetzt, aber ich habe das ein oder andere dann doch verfolgen dürfen, wie es in die Umsetzung kam. Ja, die Realisierungszyklen waren zum damaligen Zeitpunkt etwas länger, als wir es heute mittlerweile kennen. Aber so das ein oder andere an Konzept, Idee, Impuls aus der damaligen Abteilung Zukunftsforschung, das ist heute tatsächlich ungefähr so auch in dem ein oder anderen. Mal ein Beispiel, was war das inhaltlich so, woran ihr da getüftelt habt? Es gab da sozusagen eine frühe Skizze mal, die in Richtung des heutigen Elektrobusses geht. Ja, es waren auch durchaus so Konzeptüberlegungen für, wie kann man in Regionen, also Weltregionen sozusagen, angepasste Fahrzeugkonzepte machen. Sicher auch die sozusagen das nutzerzentriertere Auslegen des Innenraums, ja, also dass ich mir was überlegen muss, was mache ich eigentlich für Menschen, die mit kleineren Kindern unterwegs sind, etc. Also waren ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ging aber auch darüber hinaus, dass wir in der Abteilung da sehr, sehr früh verstehen wollten, wie entwickelt sich eigentlich Gesellschaft, also wie entwickelt sich generell der Anspruch an Mobilität. Ja, das ist klar, dass es jetzt nicht nur ums Auto geht, sondern am Ende des Tages geht es darum, wie komme ich von A nach B, und dann kann ich unterschiedliche Mobilitätskonzepte für nutzen. Mhm. Stelle ich mir vor, dass das was ist, was heute auch noch gemacht wird, aber manchmal dann gefühlt schaffen es dann die Autos nicht, diese gesellschaftlichen Erwartungen auch zu treffen. Ja klar, also viele, viele Veränderungen auf Kunden-, auf Marktseite, auf gesellschaftlicher Seite, die sind natürlich viel, viel schneller geworden, ja, weil sich auch Industrien, die wir erlebt haben, wie sie entstanden sind, Smartphone, Data Analytics, Big Tech-Themen und so weiter, haben natürlich ganz andere Zyklen als das, was klassischerweise in der Automobilindustrie stattfindet. So, das ist sicher auch gerade der große Change in der Automobilindustrie, hin zum Software-Defined Vehicle zu kommen, also das Produktauto so zu konzipieren, dass ich auf der Software-Seite anpassungsfähig, updatefähig etc. werde über Lebenszyklus der Nutzung des Autos. Ja, also ich halte nicht so viel von der Analogie, dass es ein Smartphone auf Rädern ist, weil natürlich ein Auto ein deutlich komplexeres Produkt ist, ganz andere Sicherheits-Safety-Anforderungen erfüllen muss als dein Smartphone. Ja, dass, wenn das mal irgendwie nicht richtig läuft, ist nicht so dramatisch, sollte jetzt bei deinem Auto nicht passieren. Und natürlich auch ganz anderen sozusagen Anforderungen und Parametern vom Außen ausgesetzt ist. So, aber das, was an der Schnittstelle zwischen Fahrerin oder Fahrer und dem, was das Auto an Interaktionen bietet, also Infotainment, Dienste, Services, das, was du auf dem Handy nutzen kannst Richtung deines Autos, da ist natürlich noch verdammt viel Potenzial. Verstanden. Zurück zu deinem enden werdenden Prozess oder der Weg zur Ente, ja, wie du es genannt hast. Wann hast du erstmal von Unternehmensberatung gehört? Ja, tatsächlich irgendwie während des Studiums. Das war klar, da waren immer irgendwie so Karrieremessen und da habe ich mich halt so umgeguckt und wir hatten auch immer Gastdozenten irgendwie, die mal ein bisschen was erzählt haben. Das fand ich natürlich grundsätzlich interessant. Ja, habe dann erstmal bei einer Kleinberatung angefangen, sehr, sehr mittelständisch geprägt. Das war
das war super spannend, weil das wirklich hands-on so auf Geschäftsführungsebene war. Und dann habe ich für mich festgestellt, ich will nochmal dieses Thema Promotion, Doktortitel irgendwie angehen. Ja, das waren wahrscheinlich ganz paar wenige Gründe. Ja, also mein Großvater, mein Vater hatten beide promoviert. Das war jetzt nicht eine Familienbürde, aber ich habe für mich gesagt, Mensch, wenn die das gepackt haben, wird es auch packen. Ja, und ich hatte auch in BWL? Beides auch Ingenieure jeweils. Okay. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht zu gucken, wo kannst du das realisieren? Ja, das war damals so zu der Zeit, als Lehman dann nicht mehr so marktfähig war. Ja, und das war natürlich recht turbulent. Ich hatte da damals versucht, das sozusagen als eigener, freier Unternehmensberater mich so ein Stückchen zu finanzieren. Ja, und dann eine Universität, einen Professor, Professoren zu finden, die meine Arbeit betreut. Das hat dann nicht ganz so super funktioniert. Also sowohl die Kunden, die ich damals gewinnen konnte, hatten mir dann signalisiert, sie würden dann doch jetzt eher lieber Budget sparen, weil sie nicht ganz so wissen, wie die wirtschaftliche Situation ausgeht. Und die Universitäten waren auch nicht so begeistert, jetzt jemanden zusätzlich zum Doktortitel zu bringen, ohne dass sie so originär was von haben. Heute lachst du drüber. Heute lache ich drüber. Ja, das war damals natürlich schon was, wo ich, ich will nicht sagen, dass ich nicht wusste, wie es weitergeht. Das wäre jetzt total vermessen, ja, weil es geht ja immer weiter und ich hätte ja auch irgendwie einen Job finden können oder was auch immer. Aber es war schon so, dass ich da die ein oder andere Tür versucht habe aufzubekommen. Und dann ging aber eine Tür auf, nämlich bei Volkswagen in der Zukunftsforschung, wo ich dann Teil des Doktorandenprogramms werden durfte. Aber das ist relativ simpel. Du hast halt Hälfte der Woche hast du halt deinen ganz normalen Job in der Abteilung gemacht und die andere Hälfte der Woche theoretisch für deine Dissertation genutzt. So, und, du lachst fast so, als wäre da nochmal so ein halber Tag Bier trinken irgendwie drin gewesen. Naja, das war sicher auch, das war sicher auch davon geprägt, dass man würde es wahrscheinlich überfachliche Erfahrung oder so an der Uni nennen. Also das Schöne war, dass es ein tolles Doktorandenkolleg gab, gibt es immer noch, wo sich die Konzerndoktoranden halt untereinander vernetzt haben, wo es für mich das erste Mal seit der Uni, ja, wo ich das Gefühl hatte, okay, da kommen Menschen zusammen, die wirklich aufs gleiche Ziel hinarbeiten und du bist nicht miteinander in Konkurrenz. Das war da dieselbe Situation. Das heißt, du hast dich auf einmal umgeben gewusst mit Menschen, die irgendwie auch wussten, ich muss hier so in 4, 5, 6 Jahren was abliefern. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie ich da hinkomme und weiß nur, das wird wahrscheinlich anstrengend. Mhm. So. Kamst du aus der Region auch ursprünglich? Ja, genau. Ich bin tatsächlich in Braunschweig geboren, hat jetzt im Leben nicht so viel gereicht, bin in der Region noch mehr oder minder hängen geblieben, wohne jetzt in der Nähe von Braunschweig. Das ist schon krass, ne? Also ich habe auch mal ein halbes Jahr im Ritz-Carlton auf Projekt verbracht. Ja, lucky in der Autostadt. Ja, ich kenne das. Das war immer ein bisschen so ein Kampf, wer das Hotel kriegt. Und das war dann oft über Monate ausgebucht. Ja. Und dann gab es da, glaube ich, auch so gewisse Tiers. Ja. Wenn du dann mal eine Nacht in einem anderen Hotel schlafen musstest, war das schon ein Aufreger, aber auf ganz hohem Niveau. Dafür waren wir auch froh, wenn wir irgendwie 6, 7 Stunden da verbringen konnten. Ja. Und dadurch habe ich diese Region, die ja, das hat man mal so gehört, aber wenn du halt ein paar Mal da bist, du bist dann da groß geworden, ist schon crazy, was über so viele Jahrzehnte und Generationen dieser Konzern mit der ganzen Region gemacht hat. So, absolut, ne? Ja, na klar. Also da ist um den Nukleus Volkswagen natürlich ganz, ganz viel entstanden. Ja, da kann die Region sicher, also profitiert heute davon ganz, ganz stark. Da sind viele andere große Player entstanden. Und eigener Top-Fußballverein. Das auch, das ist wahrscheinlich was, wenn wir in diese Anekdoten absteigen wollen, dann können wir wahrscheinlich noch mal zusätzliche Folgen aufnehmen. Bernd Osterloh, nicht Aufsichtsrat oder sowas jetzt. Die Region hat sicher überraschend schöne Ecken. Ja, ich weiß aber auch natürlich auch aus dem eigenen Hause, dass es für den einen oder anderen, die ein oder andere, die woanders beheimatet sind, auch immer ein ganz schöner Aufwand ist, für einen beruflichen Einsatz dahin zu kommen. Aber da hast du es ja gut gehabt, weil das Hotel ist ja durchaus so, dass man sich das da ganz gut gehen lassen kann. Was mir vorher dann noch nie aufgefallen ist, das ist jetzt eine besondere Anekdote mit deiner Corporate Communication, wollen, dass wir das rausschneiden, aber das lassen wir drin. Mir ist noch nie vorher aufgefallen, dass es da auf der Landstraße so viele Wohnwegen gibt. Ja, ich fahre ja über die Autobahn ins Büro, deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen. Das ist eine sehr diplomatische Antwort von dir. Ja,
Okay, also Zukunftsforschung. Genau. Und das war dann so ein bisschen projektähnlich Ja, das war im, oder oder ist ging. im, also die Zukunftsforschung ist nach wie vor der Think Tank des Konzerns, wo aus sozusagen gesellschaftlichen Entwicklungsströmen und technologischen Entwicklungsströmen vorgedacht wird und exploriert wird, wo muss ich wirklich sehr frühphasig hinschauen. So. Und das war natürlich prädestiniert, um da auch ein relativ junges Team zu haben, die, wovon großer Teil dann halt auch sich mit der eigenen Promotion beschäftigt hat, sind viele tolle Sachen entstanden, sozusagen Patentscreening, ja, von Wettbewerbern, wo ich, also heute würde man das AI-basiert alles nennen, das war damals sozusagen in der Frühphase, gesellschaftliche Dinge und halt dann auch technologische Aspekte und ich habe mich selber damit beschäftigt, wie muss man eigentlich ein Unternehmen organisieren und bauen aus Gesichtspunkten des Innovationsmanagements, dass ich wirklich sozusagen handlungsfähig bin, ja, und eine resiliente Organisation baue, die reagieren kann auf das, was im Außen passiert. Das klingt jetzt total blümerant, aber ja, das war sehr, sehr spannend und hatte dann das Glück, dass ich von der Uni Braunschweig vom Institut für Werkzeug, Maschinen- und Fertigungstechnik betreut wurde. Ja, dadurch hat das dann auch den Maschinenbaubezug. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil in der Praxis war es dann auch häufig so, dass wir angefragt worden sind, Abteilungen, Bereiche dabei zu unterstützen. Wie richten die sich aus? Und dann ging es darum, dass wir ja szenariobasierte Strategieentwicklung häufig umgesetzt haben. Also du kannst logischerweise nicht vorhersagen, was morgen oder übermorgen passiert oder in einem Jahr. Aber du kannst halt dir überlegen, welche Parameter können die Zukunft beeinflussen und in welchen Ausprägungen und dagegen halt einen Szenarienraum aufmachen und dir überlegen, wie würdest du als Unternehmen, als Person in den jeweiligen Szenarien reagieren. Und dann bist du halt vorbereitet. Kannst halt auch, wenn du feststellst, wenn das ein oder andere Szenario eintritt, entsprechend reagieren. So, und ich erinnere das noch ganz gut. Wir hatten, das war zu der damaligen Zeit mal, lief sozusagen der chinesische Markt oder der asiatische Markt extrem gut. Ja, und dann haben wir mal so den Black Swan gedroppt. Was passiert denn, wenn das mal nicht so ist? So, ja, das ist ganz spannend. Und ich glaube, dass. Das Papier wurde nochmal sehr hastig in den letzten Jahren Ja, aus nee, der also ich glaube, Schublade da gab es, gezogen. also da, das ist, ich würde jetzt mir nicht anmaßen zu sagen, dass aufgrund des damaligen kleinen Projektes, ja, in einem kleinen Workshop mit Nachwuchsführungskräften, ich hoffe, dass diese Unterlage Impuls gegeben hat für das eine oder andere, was der Konzern jetzt richtigerweise tut, aber das wäre jetzt anmaßend zu sagen, wenn es daran liegt. Aber natürlich gibt es jetzt an vielen Stellen auf der Welt auch genau solche Teams, die sowas vordenken und entsprechend die Konzepte machen, wie dann reagiert wird, weil logischerweise ist die Welt in sich noch mal viel komplexer geworden und viel schlechter zu prädiktieren, was kommt eigentlich auf uns zu. Inwieweit würdest du sagen, dass diese Zeit in dieser Abteilung mit so dieser Szenarien-Zukunftsplanung deine heutige Arbeit im Consulting noch geprägt hat? Also die Art zu denken, die hat mich definitiv geprägt. Das war ein total interdisziplinäres Team, wirklich Menschen mit ganz unterschiedlichen Studienhintergründen, aus ganz unterschiedlichen Regionen. Und das war super. So, und das habe ich nach vorne halt auch versucht umzusetzen, möglichst immer Unterschiedlichkeit in Teams zu haben, auch unterschiedliche sozusagen Kompetenzen in den Teams zu haben, und ja, sozusagen mit einem kleinen Augenzwinkern mit dieser szenariobasierten Strategieentwicklung haben wir dann auch natürlich das ein oder andere Projekt gemacht, ja, und auch durchaus mal ein Award, ein Consulting Award gewonnen. Das hat natürlich dann sozusagen mir Spaß gemacht, ja, also dass sozusagen der Übertrag von der Zeit in die Consulting-Zeit funktioniert hat. Wie ging es dann genau für dich ins Consulting? Also Naja, ich hatte dann das Problem und gleichzeitig Glück, dass meine Zeit da in der Zukunftsforschung, das war immer auf 3 Jahre limitiert, da musstest du also schon ein bisschen Gas geben, ja, das so mit der Dissertation entsprechend zumindest mal auf einen 80% Stand kommst. Ich würde mal sagen, ich hatte so 80,0001% und bin dann in den Bereich, damals war es noch die Volkswagen Coaching, heute ist die Group Academy, in den Bereich Personal-Organisationsentwicklung gewechselt.
hatte da das Vergnügen, sagen wir mal, so den Part auch nochmal, ja, erleben zu können, zu dürfen. Und habe dann da die letzten Feinheiten noch finalisiert an der Dissertation. Und ja, war dann im Prinzip dort als VW-Angestellter tätig und habe mich dann aber schon nach vorne gefragt, wo kann vielleicht ein Platz für dich sein, wo du noch mehr der Transformation mitgestalten kannst. Ja, also das war da ein toller Job, tolles Team, super Chef. Ich glaube, ich war da, klingt jetzt blöder, aber ich war da noch jung. Ja, ich glaube, ich wollte einfach auch noch mal ein bisschen mehr erleben, ja, und noch mal ein bisschen mehr Dynamik haben und vielleicht auch noch mal eine andere Challenge suchen. Und dann bin ich auf MAP aufmerksam geworden über einen Freund, der hatte damals da irgendwie Kontakt aufgebaut und hatte sozusagen gerade den Arbeitsvertrag unterschrieben. Und dann meinte er nur so, pass mal auf, ich nehme da mal dein CV mit, mal gucken, was geht. So. Und dann hatte ich da mein Vorstellungsgespräch mit meinem damaligen Chef und das war halt, ich glaube, wir haben uns in die Augen geguckt und das hat gepasst. Ja, das war einfach sympathisch vom ersten Tag an und wir waren uns aber beide irgendwie einig, das ist zwar schön, wenn das so funktioniert, aber wir wissen eigentlich noch gar nicht, mit welchem Thema. Ja, weil ich bin halt mit einem Profil und mit einem Werdegang gekommen. Das passte damals wahrscheinlich bei der MAP noch, Betonung auf noch gar nicht so rein. Ja, also vielleicht kurzer Exkurs zur MAP. Ist mal gegründet worden Ende der 90er Jahre als klassische SAP-Beratung. So, also was ist da dein Geschäftsmodell, wenn man es jetzt ein bisschen flapsig ausdrückt? Du musst halt weiter im SAP-Handbuch sein als deine Kunden. Ja? Und MAP ist extrem erfolgreich und sehr, sehr gut gewachsen, einfach über sehr, sehr gute und fundierte SAP-Projekte im Automotive-Sektor, im Manufacturing-Sektor. Und das ging dann halt auch Porsche nah los und Porsche hat dann relativ schnell gesagt, für die dynamische Entwicklung, die in den 2000er Jahren klar war, ne, neue Modelle, ja, großes Wachstum, da braucht es auch jemanden, der die IT-Seite einfach mit begleitet, berät, skaliert. So, das ist dann über MAP stattgefunden und durch diesen IT- und Technologie-Backbone in den Fähigkeiten der Firma ist es halt dann im Prinzip so in 5 bis 7 Jahresscheiben gelungen, dass die Firma sich immer weiterentwickelt hat. Ne? Also von einem Start-up tatsächlich von ein paar wenigen Personen heute zu einer bald 5000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Company, das ist schon ein ordentlicher Weg und parallel dazu halt immer wieder in neue Themen reingegangen. Ne? Also in die Prozessberatung, in die Fachbereichsberatung, ins Management-Consulting, in digitale Transformationsthemen, in Organisationsprojekte, all sowas. Und viele kennen uns auch nicht, ja, weil wir einfach sehr, sehr spezialisiert auf Automotive Manufacturing sind, aber natürlich auch eine breite Branchenabdeckung haben. Ich bin dann damals zur MAP gekommen, als so gerade dieser nächste Schwung anstand, in die Prozess- und Organisationsberatungsthemen reinzugehen. Und habe dann für mich auch relativ schnell festgestellt, du wirst wahrscheinlich nie der absolute IT-Experte, ja, aber es gibt unfassbar viel Potenzial auf Kundenseite und habe dann, und jetzt schließt sich der Kreis zur Zukunftsforschung und zum Innovationsmanagement, einfach geguckt, wo sind diese Projekte, wo ich früher Dinge machen kann, die dann vielleicht auch in sozusagen größere, klassischere IT-Themen münden. Und das hat dann ganz gut funktioniert und dann kam relativ schnell auch sozusagen ja, so ein paar Überschriften, Schrägstrich, Hashtags bei mir dazu, wo es so fachlich hingeht im Sinne von Mobilität, wie verändert sich Mobilität, was disruptiert gerade Mobilität etc. Pp. Wir hatten es ganz kurz schon, dass jetzt 2024 MAP auch komplett von Porsche übernommen wurde. Es war schon lange so MAP, Porsche Company. Genau. Und roundabout 80% irgendwie schon gehabt. Also jetzt gar nicht mehr so der entscheidende Punkt jetzt, aber das war halt gerade noch mal in den Medien. Und der VW-Konzern hat ja dann letztendlich mal mindestens 3 Beratungskonzerne, die ich kenne. Das ist ja zum einen MAP, was wir gerade hatten. Das ist Porsche Consulting als 100%ige Tochter. Und es ist dann auch noch mal VW Consulting. Genau. Ja, also sozusagen MAP als externer Zukauf, Porsche Consulting als so ein Hybrid internes und externes Geschäft,
Und VW Consulting war mein Stand komplett als Inhouse-Beratung. Das ist ja irgendwie auch spannend, dass sie sich so mehrere Lager so aufbauen. Ja. Alle machen irgendwie, alle sind irgendwie sehr stark in der Produktion, also da kommt Porsche Consulting her. Jetzt da die IT-Komponente. VW Consulting kann ich das Profil gar nicht so richtig greifen. Ob es dann eher Projektmanagement oder halt das Wissen im Konzern ist. Sollen die mal zusammengeführt werden oder was ist da der Plan? Das ist eine gute Frage. Beantworten kann ich sie denn nicht. Also erstmal schönen Gruß an die Kollegen von Volkswagen Consulting und Porsche Consulting, weil wir und die Kolleginnen natürlich auch, wir spielen das, glaube ich, zwischen den drei Häusern ja extrem partnerschaftlich und extrem sozusagen wechselseitig unterstützend, weil insbesondere im Fokus auf das, was Volkswagen, Porsche und die weiteren Marken angeht, macht es ja relativ wenig Sinn, wenn sich die jeweiligen Beratungshäuser auf den Füßen stehen. Und aus meiner Sicht ergänzen wir uns sehr, sehr gut komplementär. Das heißt, die jeweiligen wirklichen Stärken können die Häuser gegenseitig ergänzen. Also eine Volkswagen Consulting ist natürlich sehr, sehr gut in den Konzernbereichen aufgestellt, ja, und agiert höchst professionell auf sehr, sehr hohen Management-Ebenen, ist aber per se von der Größe her als sozusagen Top-Management-Beratung ja dann irgendwann auch limitiert in der Anzahl der Projekte und wie viel sozusagen Transformationsdynamik kann ich eigentlich in die Umsetzung bekommen. Das ist einfach der Größe geschuldet, sind auch international aufgestellt. Wie groß sind die denn ungefähr? Das ist kleiner, dreistelliger. Okay. Dreistellige Anzahl, aber da müssen wir recherchieren und sozusagen nachlegen in den Zahlen, Daten, Fakten. Und ich glaube, eine MAP hat eine wirklich ausgeprägte Stärke aus der Technologie kommend Organisation zu entwickeln. Ja, also wir verstehen natürlich Strategie, wir können auch Strategie. Ich würde das manchmal so als Strategic Craftsmanship bezeichnen, ja, oder so ein Technical McKinsey. Wir können bis runter in die Schnittstellen, in die Systeme, da wo die Daten tatsächlich fließen. Und das, was Beratung heute und nach vorne für mich ganz, ganz stark ausmacht, ist, dass du musst halt dann auch wissen und auch dafür einstehen, was nach der PowerPoint passiert. So. Und das können die anderen Häuser, die wir eben besprochen haben, natürlich auch. Ich glaube, wir haben einfach anderes Momentum, was wir aufbauen können, qua der Größe. Ja, eine Porsche Consulting hat natürlich auch eine ganz, ganz starke Historie innerhalb von Porsche. Ja, also ich meine, da ist, hast du völlig richtig benannt, eine unfassbare Produktionskompetenz. Ja, und wahrscheinlich ist auch die Zeit, wo es Porsche mal vor vielen, vielen Jahrzehnten nicht ganz so gut ging, auch der Porsche Consulting zu verdanken, dass wir da heute eine super starke Marke sehen und ein höchst profitables Unternehmen. Und ist natürlich auch auf sozusagen hohem und höchstem Management im Management Consulting in der Strategie unterwegs. Mhm. Der eine Geschäftsführer von der Porsche Consulting ist jetzt aber unser neuer CEO. Der Federico Magno ist jetzt... Der war mal mein oberster Chef bei Porsche Consulting. Na siehste, also. Schließt sich der Kreis wieder. Ja, Glückwunsch, Fede, wenn du das hörst, ja. 5000 Leute ist natürlich schon ein bisschen was, aber Technical McKinsey ist auch eine Ansage, ja. Ja, also nicht in der kompletten Breite. Ich habe selber erlebt, dass wir in der Entwicklung, die wir genommen haben, schon uns homöopathisch, nuanciert, bei dem ein oder anderen Projekt wirklich auch mit den sozusagen Managementberatungen angelegt haben und dann auch den ein oder anderen Pitch gewonnen haben. Ich würde jetzt nicht die Aussage unterschreiben, dass wir das immer tun, ja, aber das ist halt, wir sind von unserem Marktsegment wahrscheinlich so unterwegs, dass wir an vielen Seiten, wo wir unterwegs sind, relativ viel Wettbewerb haben, ja, und das auch so ein bisschen sportlich sehen, uns dann auch in die Richtung entsprechend zu entwickeln. Natürlich, wenn wir jetzt auf die IT-Themen schauen, die wir tun, da ist es ein anderes Setting und eine andere Landschaft, als wenn wir uns darüber unterhalten. Wir bewerten unterschiedliche Innovations-Use-Cases und überlegen, wie kriege ich daraus mögliche Geschäftsmodelle umgesetzt und was brauche ich dafür
für Daten aus dem Auto. Ja? Also das ist natürlich auch ein sehr, sehr breites Feld an Leistungscapabilities, die wir haben. Bist jetzt seit über 10 Jahren da. Was sollst du anderes sagen? Würdest du wieder zur MAP gehen? Definitiv. Also für diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, in die Beratung zu gehen, kann ich nur sagen, macht es. Ja, also das ist wahrscheinlich auch gar nicht so entscheidend, zu welcher Beratung. Ja, weil es gibt natürlich nicht die eine Beratung, ja, sondern es gibt eher größere Häuser, ja, wo ich wahrscheinlich sehr, sehr international unterwegs sein kann und auch in einem sehr gefestigten Prozess und sozusagen Operationsrahmen agieren kann. Da gibt es die kleinen Boutique-Beratungen, die haben ihre Vorteile. Es gibt Player wie eine MAP, die größer sind als die kleinen, aber halt auch nicht so anonym wie vielleicht an der einen oder anderen Stelle die ganz großen. Und ich glaube, dass Beratung macht, gibt dir immer die Chance, dass du deinen persönlichen Entwicklungsraum oder Trichter halt aufmachst und viele unterschiedliche Projekte, Herausforderungen, Aufgaben für dich erstmal als Challenge erleben kannst und auch je nachdem, wie lange du in der Beratung bist, ja, es geht ja auch über die klassische Beratungsrolle hinaus. Ja, also irgendwann, wenn ich Beratung gelernt habe und wenn ich gelernt habe, was ich sozusagen für Methoden und Skills, Präsentationsskills, Kommunikationsskills, all sowas, wie funktioniert das in Projekten, ja, wie bringe ich mich da ein, etc., da könnte man wahrscheinlich diverse Folgen drüber machen, dann kommt ja irgendwann dazu, dass ich das Business-Beratung auch lernen muss. Ja, oder wenn ich das will, ja, kann ich ja diesen Weg noch gehen. Also was gehört eigentlich dazu, dass ich und sozusagen das Client-Management, das ist für mich etwas, das funktioniert halt auf Augenhöhe. Ja, da unterhalten wir uns jetzt ja nicht über sozusagen einen klassischen Vertrieb, wie wir das aus den 80er Jahren Börsenfilmen, Wall Street und so weiter kennen, sondern das am Ende des Tages ist ein Geschäft, was auf Vertrauen basiert. Ja, und du musst selber dich permanent entwickeln, permanent lernen, ne, und immer verstehen, was passiert eigentlich in meiner Branche, was bewegt, beschäftigt eigentlich meine Kunden und Kundinnen, was sind deren Herausforderungen, was ist auch sozusagen das, wo die hinwollen, und das ist dann nicht nur geschäftlich, sondern vielleicht auch darüber hinaus, und sich dann halt zu überlegen, entweder wenn ich die Lösung dafür noch nicht habe, dann muss ich sie halt erschließen, oder halt, wenn ich die Lösung schon habe, die halt in die Umsetzung bringen. Mhm. Und dann finde ich, ist es ein super spannendes Metier, weil ich ja auch einfach eine sehr, sehr hohe Dynamik habe durch allein die Menschen, die sich für Beratung entscheiden. Ja, die allermeisten treten ja nicht für eine 4-Tage-Woche an, ja, sondern da habe ich einfach ein Umfeld, wo es Spaß macht, ja, wo es sicher auch um eine gewisse Leistungsbereitschaft geht, und natürlich auch eine unglaubliche Flexibilität nach vorne, mich auch nochmal in der Branche, in der Fachlichkeit, in der Region und so weiter zu verändern. Ja, so. Und dann gibt es, glaube ich, unterschiedliche Ansätze. Da gibt es die eher sagen, ich manage das so, dass ich so alle 2-3 Jahre den Wechsel mache. Ja, das kann funktionieren. Und es gibt dann auch genauso die einfach sehr, sehr lange in einem Haus bleiben, so mit allen Vor- und Nachteilen. Und bei mir ist es relativ simpel. Ich habe damals als Manager angefangen und habe dann nach ungefähr, müsste ich jetzt genau nachrechnen, wahrscheinlich 5,5 Jahren oder so sozusagen das Partnerlevel erreicht und bin jetzt um und bei 5,5 Jahre Partner. Also das eine, ich würde das mal so einteilen, eines war halt Partner werden und jetzt dann halt auch das Partnerlevel auszufüllen mehr und mehr. Und dann ist es natürlich immer so eine Dualität aus für die Firma arbeiten und an der Firma arbeiten. Was heißt MAP die nächsten Jahre für dich ganz persönlich? Was guckst du da auf? Was freust du dich? Ja, also das ist definitiv sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass wir, ich würde mal vorne anfangen, generell für Beratung, weil Beratung wird wahrscheinlich, These, die nächsten Jahre einen sehr, sehr starken Change erfahren. Weil das, was wir auf der Seite AI, Gen AI, Large Language Models und so weiter gerade sehen, das schreit ja danach, dass es Beratung disruptieren wird. So, und wer so ein bisschen recherchiert,
ist auch klar erkennbar, dass sich da alle Beratungen gerade mit beschäftigen und entsprechend aufstellen. So, da ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein Teil dessen, was heute auf Beratungsseite erbracht wird, kann ich auf die Client-Seite holen und einfach AI-basiert umsetzen, weil ich dafür wahrscheinlich zumindest nicht mehr in der Ausprägung wie heute Consulting-Leistung brauche. Ich glaube, dass sich wahrscheinlich auch durch die Zeit in Corona und sehr, sehr stark Remote-Arbeit Beratung dahingehend verändert hat, dass es nochmal internationaler geworden ist im Sinne von wo kann die Consulting-Leistung erbracht werden, was sozusagen internationalen Playern den Raum aufgemacht hat, auch in Märkte lokal zu kommen, die vielleicht vorher nicht so einfach zu erreichen waren. Mhm. Dass sozusagen die Interaktion mit unseren Kunden noch mal relevanter geworden ist, macht, glaube ich, das ist für mich einer der Punkte, wo du einen echten USP erzielen kannst. Und auf der Seite, was sich verändert und da gerade in Automotive, passiert natürlich total viel. Also ich hatte es vorhin schon angesprochen, das Auto als Produkt verändert sich. Es wird einfach viel mehr Software, viel digitaler unter dem Schlagwort halt Software-Defined Vehicle. Wir erleben aber auf der Unternehmensseite halt auch starke Veränderungen. Ja, Stichwort Software-Driven Company, alles was Richtung AI geht, dass ich Prozesse anpassen muss etc. pp. Würde ich jetzt nur mal kurz anreißen. Und natürlich auf der Demand-Seite, was sind eigentlich Kundenerwartungen? Das wird halt auch vielschichtiger. Ja, Technologie erhält Einzug, dass wir Augmented und Virtual Reality sozusagen am Customer Touchpoint erleben, dass es ganz andere Anforderungen gibt, dass das Auto sich viel stärker individualisieren lassen soll und muss. Worauf will ich hinaus? Der Bedarf an den Dingen, die Beratung leisten können, nimmt aus meiner Sicht zu. So. Wird der Beratungsmarkt einfacher? Wahrscheinlich nicht, durch die anfangs genannten Punkte. Heißt, aus einer MAP-Perspektive bin ich mir sehr sicher, dass wir sehr gut aufgestellt sind, weil vieles davon ist Technologie, IT, Daten. Das ist das, wo wir herkommen. Wir haben einen relativ klaren Blick, wo wir hinwollen. Und natürlich in dieser Positionierung, die wir haben, von der Größe und auch natürlich der Nähe zu Automotive und zu einem großen Unternehmen, gibt das sicher eine ganze Menge Potenzial. So, logischerweise ist vieles von dem, was wir tun, höchst relevant auch für Kunden halt außerhalb von Automotive. Ja, und ich glaube, das ist so, dass wie in den anderen Beratungshäusern auch, es wird jetzt darum gehen, so platt das klingt, die eigenen Hausaufgaben zu machen, ja, auch die ein oder andere Veränderung im eigenen Unternehmen umzusetzen. Und wahrscheinlich auch das ein oder andere auszuprobieren, was funktionieren kann. Und ja, erstmal Punkt. Danke, Jan, für die Einblicke. Wer bis hierher zugehört hat und sagt, Jan, sympathischer Typ aus Braunschweig, MHP, klingt ganz gut. Wo muss man klicken? Wo kann man mehr über dich, über euch erfahren? Naja, also logischerweise ganz klassisch über unsere Homepage. Wer sozusagen mehr aus der, wie ist es bei einer MAP zu arbeiten, empfehle ich auch unseren Instagram-Account oder Channel, da passiert eine ganze Menge. Ich selber versuche natürlich auch das ein oder andere an Impulsen über LinkedIn zu teilen, also auch da sehr gerne einfach kurz anpingen. So, und wir haben eine recht umfangreiche Karriereseite, also auch da gerne bewerben, aber da geht es natürlich auch, vielleicht vorher nochmal in einen persönlichen Austausch zu gehen, um so ein bisschen zu eruieren. Kann es wirklich was sein, ja oder nein? Das kann auch manchmal ganz hilfreich sein. Cool. Jan, dann sage ich vielen lieben Dank. Hat mir gut gefallen. Danke. Danke für die aufrichtigen Einblicke und jetzt seid ihr gefragt. Schreibt Jan gerne mal eine Nachricht, wenn das spannend war. Und lasst uns wissen, wie ihr die Folge fandet. Und ich sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Talk About Consulting.